Hallo Leute, vielleicht hört man schon, ich bin krank und da kommt auch schon die erste richtig blöde Nachricht. Ich habe euch ja im Video von Heiligabend versprochen, dass ich euch in der ersten Januarwoche jeden Tag ein Video liefern werde, also 8 Videos in Folge. Dadurch, dass ich jetzt krank geworden bin, werde ich es leider nicht schaffen, weil so wie ich mich kenne, ist das gerade jetzt noch mein guter Zustand und es wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch viel blöder werden. Und glaubt mir, so wollt ihr mich nicht sehen. Aber natürlich werde ich das nachholen. Also ich weiß noch nicht genau wann, aber ich werde das auf jeden Fall nachholen, dass ihr mehr Videos von mir kriegt. Und heute dreht sich alles um meine Winterfavoriten. Da sind vielleicht auch manche dabei, wenn man ein bisschen erkältet ist oder so. Viel Spaß beim Video. Ich beginne mit dem absoluten Must-Have im Winter. Kuschelsocken. Also ich weiß echt nicht, was ich ohne Kuschelsocken mittlerweile machen würde. Ich trage die einfach ununterbrochen. Jeden Tag ziehe ich mir Kuschelsocken an, weil die Füße da drin einfach so viel wärmer sind und eingekuschelt. Und ja, ich brauche einfach immer Kuschelsocken im Winter. Als nächstes habe ich hier eine Base, die ich euch vorstellen möchte. Denn ich habe das Problem, dass ich sehr trockene Haut habe, besonders im Winter. Ich habe teilweise sogar Neurodermitis um die Augen. Manchmal sieht man das hier. Das war Anfang diesen Winters so schlimm, dass ich gar keine Schminke mehr tragen konnte und erstmal einen Allergietest beim Hautarzt gemacht habe. Aber es ist nur sehr, sehr, sehr trockene Haut, also Neurodermitis. Und was ich empfehlen kann, jetzt nicht bei Neurodermitis, da solltet ihr euch erstmal gar nicht schminken, aber wenn ihr generell eher trockene Haut habt oder wenn ihr Schnupfen habt und um die Nase so eine trockene Haut habt, dann würde ich euch eine Base empfehlen unter dem Make-up, damit es nicht so creased und sich dann so absetzt und dann so runterbröckelt, weil das sieht nicht so schön aus. Ich benutze die hier sehr gern. Ich habe die jetzt auch schon leer gemacht, also muss schon aufschrauben, damit noch was rauskommt. Die hat eigentlich hier so einen Pumpspender, was ich auch super gut finde, weil es einfach sehr hygienisch ist. Und zwar ist das von Trend It Up Expert Illuminating Fluid and Base. Und das hat so auch ganz leichte Schimmerpartikel drin, also nicht richtig Glitzer, aber es schimmert so ganz leicht. Und wenn man dann noch das Make-up drüber macht, dann macht das so einen schönen, natürlichen Glow, aber ihr müsst nicht Angst haben, dass ihr im ganzen Gesicht glitzert. Also es ist sehr, sehr, sehr natürlich und macht einfach so einen frischen Teint. Dann habe ich natürlich mit meiner Erkältung gestern ein Bad genommen. Ich habe von Balea das Kräuterbad mit Eukalyptus gemacht und ich war so überrascht. Ich habe mir das gekauft und habe das vorher noch nicht ausprobiert. Und das hat so viel Schaum gemacht. Die Wanne war erst ein Viertel mit Wasser voll. Und es war schon der Schaum bis ganz oben. Da bin ich totaler Fan von sowas. Und also das werde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, jetzt jeden Winter zulegen. Und ich muss mehr in die Badewanne gehen, Leute. Ich habe ja zu Hause keine Badewanne. Also ich habe in Mannheim keine und in Karlsruhe keine. Ich habe dann nur eine Badewanne, wenn ich hier in Landau bei meiner Mama bin. Und ich muss öfter baden gehen. Das tut so gut. Ich finde, es ist total entspannend und befreiend und kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Auch in der Winterzeit darf bei mir Tee nicht fehlen. Ich habe dieses Jahr von meinem Freund wieder einen Adventskalender gemacht bekommen und da war dieser tolle Tee drin. Und der schmeckt so gut, also es ist so ein typischer Wintertee. Süßer Bratapfel heißt der von Teekanne und ich kann den echt nur empfehlen. Der schmeckt so gut, der riecht super gut, total so weihnachtlich, winterlich und ich glaube, ich mache mir gleich auch noch die Kanne damit voll. Den solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Ihr müsst unbedingt mal an der Packung riechen und den probieren. Ich finde, der riecht super gut. Machen wir weiter mit meiner Gesichtspflege. Ich habe ja schon gesagt, dass ich im Winter unter sehr trockener Haut leide. Und ich habe von meinem Arzt eine Creme empfohlen bekommen, die gibt es auch im DM. Die ist von Lavera und zwar ist das die Basis-Sensitiv-Creme. Die steht bei den Gesichtscremes. Also die kann man auch für den Körper nehmen. Das ist so ein ganzer Pott wie diese Nivea-Schachtel. Die ist eben mit Bio-Shea-Butter und Bio-Mandel. Ich finde es total angenehm. Also das ist natürlich ein bisschen unhygienisch wegen dieser Verpackung und man muss immer mit dem Finger rein. Aber ich gehe immer mit einem Wattestäbchen rein, mache mir ein bisschen was ins Gesicht. Ihr braucht wirklich nur ganz wenig davon und das reibe ich mir so an die trockenen Stellen. Das ist bei mir um die Nase und an den Augen und manchmal auch ins ganze Gesicht. Und ich finde, das pflegt total gut. Also das kann ich euch im Winter echt nur empfehlen. Als nächstes habe ich auch noch eine Pflege für den Körper. Diese
Cremeöl Lotion von Alverde war in der Schachtelglück-Packung drin. Ich glaube bei Sophia Thiel, ich bin mir allerdings gerade nicht mehr ganz sicher. Und die ist für sehr trockene Haut und ich bin damit total zufrieden. Also ich gehe nach der Dusche, trockne ich mich noch gar nicht ab und creme mich erstmal damit so grob ein. Und dann mummel ich mich in mein Handtuch ein und das ist echt super. Also die kann ich auch sehr empfehlen. Dann natürlich der Klassiker, Tempos. Und ich habe mir die vor einer halben Woche ungefähr gekauft und habe jetzt entdeckt, es gibt Tempo Protect. Und da ist anscheinend noch irgendein antibakterieller Wirkstoff drin. Dazu kann ich jetzt natürlich nicht viel sagen, weil ich es euch jetzt so in dem Fall nicht bestätigen kann, inwiefern das wirkt. Aber ich finde auf jeden Fall die Idee ganz cool und vielleicht wird man damit schneller gesund, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die jetzt und Tempos oder auch diese hier sind bei mir auf jeden Fall immer in der Handtasche drin im Winter. Kommen wir auch schon zu meinem letzten Winterfavorit oder Must-Have und zwar Kuscheldecken. Ich glaube, ich könnte echt nicht mehr ohne Kuscheldecken. Ich habe so viele Kuscheldecken und ich liebe so kuschelige Fließdecken oder auch diese, die so im Stoff sind wie meine Kuschelsocken. Und einfach dann so eine Decke einmummeln und sich aufs Sofa legen. Das ist auf jeden Fall super, vor allem wenn ich mit dem Hund draußen war oder so. Und man kommt dann so verfroren zurück, dann kann man sich da so einmummeln. Deswegen sind kuschelige Decken für mich auch ein absolutes Winter-Must-Have. Und das war's auch schon mit meinem Video. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Jahr 2017. Ihr seht mich nächsten Sonntag wieder, wenn ich ein Video drehen kann, aber ich denke schon. Und dann wünsche ich euch einen guten Start ins Jahr. Hoffe für alle Hunde- und Katzenbesitzer, dass die Tiere nicht so verschreckt sind nach Silvester wie mein Hund. Das ist echt eine Katastrophe, der geht nicht mehr raus jetzt die nächsten Tage. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Tschüss!